Herzlich willkommen beim Stempelpalast. Heute möchte ich euch wieder mitnehmen. Ich habe mir ja vorgenommen, dass ich häufiger mit euch zusammen basteln möchte. Jetzt habe ich eine Männergeburtstagskarte vor mir. Ich beschäftige mich im Kopf ja immer schon so ein paar Tage mit den Geburtstagen, die anstehen. Und ich stelle dann fest, also es hat jemand Geburtstag, männlich, und ich möchte gerne eine Karte schreiben. Und dann überlege ich, was kann ich machen. Oftmals orientiere ich mich an Lieblingsfarben oder Hobbys. An dem Hobby von dem jungen Mann möchte ich mich in diesem Fall nicht orientieren. Und mit den Lieblingsfarben bin ich mir da einfach nicht so sicher. Sodass ich also dann schon hängen bleibe bei, gut, es muss eine männliche Karte werden. Und ich habe neulich durch Zufall etwas entdeckt, was ich echt schön finde zusammen, als ich die ganzen Produktvorstellungen gedreht habe. Habe ich entdeckt, dass zwei Designpapiere eigentlich total schön zusammenpassen, finde ich jedenfalls. Wir haben hier nämlich einmal ein anthrazitfarbenes aus dem Set Lust auf Wild. Ich glaube, wir gucken nochmal gemeinsam in den Katalog. Dann können wir nichts falsch machen. So. Also, jetzt wird's wild, nicht Lust auf Wild. Genau, das ist also dieses dunkle Stück aus dem Jetzt wird's wild. Das ist ja augenscheinlich schwarz. Ich hätte das jetzt als dann, naja gut, Anthrazitgrau haben wir hier auch. Ist Anthrazitgrau dann nicht schwarz. Und das zweite Papier, was ich in der Hand hatte, ist aus dem Babyset, aus diesem Sternenhimmel, aus diesem Set. Das ist nämlich das hier hinten mit den Streifen. Und das ist Granit. So, diese beiden Designpapiere fand ich unheimlich toll zusammen. Und die liegen schon ein paar Tage bei mir zusammen in der To-Do-Liste oder in der To-Do-Kiste, so formuliert. Und einfach damit ich sie schon mal angucken kann und immer, wenn ich dann da dran vorbeigucke, dann kann das ein bisschen wieder wirken. Und manchmal kommen einfach Zufälle zusammen, so wie heute. Das ist eigentlich auch schon vor ein paar Tagen passiert. Ich habe nämlich den Schulranzen und die Schultüte abgedreht und habe einfach ein Reststück Merlot-Rot auf diese beiden Designpapiere geworfen. Und habe gedacht, hallo, das ist ja, gefällt mir richtig gut. Und da ist meine Idee geboren, so wird meine Karte werden. Und ich bin ja bei Herren der Schöpfung immer bei klaren, geraden Formen. Dadurch, dass wir hier schon zwei verschiedene Designpapiere mit zwei verschiedenen Formen haben, nehme ich jetzt die dritte Form dazu. Es ist nämlich Vierecke. Und mache jetzt aus dem Vierecke, wobei ich tatsächlich aus dem Roten vielleicht sogar zwei mache. Ich muss mal gucken. Ich nudel mal ein bisschen was aus. Die Grundkarte wird übrigens dann auch Granit. Finde ich jetzt einfach am besten dazu passend. Und was wir dann auch einfach noch brauchen, ist Flüsterweiß. Das haben wir hier gleich am Mann. Erste Stelle, schwupp, bitteschön. Flüsterweiß. Das schneiden wir uns gleich zurecht und fangen an, das zu dekorieren. Ich brauche auch noch in irgendeiner Form ein Happy Birthday. Ich habe
letztes Jahr schon auf der Geburtstagskarte für diesen Herrn den Framelit mit Happy Birthday genommen, sodass ich ihn mir dieses Jahr gerne schenken möchte. Ist ein häufiges Wort, ne? Ich hoffe, ihr versteht mich trotzdem, auch wenn ich hier ganz viel. Also, ich habe letztes Jahr schon das Framelit benutzt, sodass ich mir dieses Jahr etwas anderes überlegen möchte. Aber wir haben ja auch genügend andere Möglichkeiten, noch einen Glückwunsch zu Papier zu bringen, außer dieses Framelit. So, ich gehe jetzt mal eben kleine Vierecke ausnudeln und bin gleich wieder bei euch. Und zack, da bin ich wieder. Ich habe jetzt mal so ein paar Variationen von Vierecken ausgenudelt. Wie ihr seht, auf dem offensichtlich gestreiften, auch verschieden angeordnet. Und jetzt legen wir das zur Seite und gucken mal, was wir damit anfangen. So. Das legen wir auch mal eben zur Seite. Die schieben wir nochmal eben dahin und schneiden uns erstmal eine Karte zurecht. Tatsächlich überlege ich gerade, ob es nicht sogar nett wäre, eine große Karte zu schenken. Ich glaube, das wäre sogar echt nett. Also machen wir erstmal eine große Karte. Die ist 14,5. Die lege ich jetzt an. Mal 29. Das ist auch immer eine Frage. Also ich überlege ganz oft, welche Kartenform ich mache, wer die bekommen soll. Und muss mir auch immer im Kopf Gedanken darüber machen, dass diese großformatigen Karten auch großformatiges Porto kosten. Die Karte, die ich jetzt gerade erzeuge, wenn man sie mit der Post schickt, kostet 1,45 € Porto. Da muss man dann gucken, ob man das auch investieren möchte. Oder wenn man diese Karten für seine Kunden bastelt, muss man sie entweder explizit darauf hinweisen, dass sie fast das Doppelte an Porto kosten, wie eine normale Karte. Oder man muss gleich danach fragen. Oftmals mache ich für Kunden, also ich bastle ja keine Karten mehr für Kunden, aber als ich das noch getan habe, habe ich immer gefragt, ob die Karte zum Schicken oder zum Überbringen ist. Und wenn ich dann als Antwort bekommen habe zum Schicken, dann habe ich als nächstes gefragt, wohin? Ob Deutschland oder Ausland und ob sie bereit sind, über Porto zu bezahlen. Und habe dann erklärt, wie viel das mit dem Porto so ist. Genau, denn eine normale Karte bei mir im Standardkartenformat 14,5 × 10,5 kommt bei mir auch ganz schnell ins Überporto, je nachdem, wie ich sie dekoriere. Wenn ich aber Kunden habe, die ihre Karten ans andere Ende der Welt schicken wollen, da muss man dann wirklich explizit darauf achten, dass man einfach, also dann arbeite ich tatsächlich auch mit dünnem flüsterweißem Cardstock, einfach um da so ein, zwei Gramm noch mal rauszuholen, damit wir wirklich bei 70 Cent bleiben und nicht ins Überporto kommen. So. So,
So, diese viereckige Karte soll es jetzt werden. Ne? Dies kommt nach oben drauf, so wie halt meine Karten so sind. Das legen wir nochmal zur Seite, das brauchen wir im Moment noch nicht. Wir versuchen uns jetzt mal an Tetris. So, wir haben jetzt ja verschiedene Möglichkeiten. Wir können das ganz einfach jetzt mit Tombow in Reihe kleben. Wir können das hier irgendwie bunt drauf würfeln. Und wir haben die Möglichkeit, das Ganze noch ein bisschen zu erhöhen, indem wir das mit Dimensionals in die Höhe heben. Dann machen wir vielleicht hier noch. Das schieben wir noch ein bisschen. Also das ist bei mir tatsächlich auch immer ein bisschen Fummelarbeit, bis ich dann irgendwann zufrieden bin und sage, das gefällt mir gut, so kann das bleiben. So, von dem Roten, von dem Merlot-Rot habe ich jetzt tatsächlich nicht so viel. Das ist mir zu kreisig, ne? Seht ihr das, wie das so entstehen kann? Das ist jetzt irgendwie ein Halbkreis geworden, das gefällt mir nicht. Also fangen wir nochmal von vorne an. Jetzt versuchen wir das Ganze mal ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen gerader oder ein bisschen mehr mit System. Reißt mich auch noch nicht so wirklich vom Hocker. Aber die Farbkombi finde ich immer. Also die Farbkombi ist in jedem Fall richtig. Ich nehme mir mal eben eine Pinzette. Also die Farbkombi ist bestimmt richtig. Das finde ich auch schon mal ganz gut. So. Das wird natürlich dann auch so ein bisschen arg, das aufzukleben, ne? Damit das auch alles schön gerade ist. Aber auch da zeige ich euch gleich nochmal einen Trick. Jetzt ist das dann schon wieder schief. Ich habe schon wieder dran rumgerüttelt. Also ihr seht, das ist gar nicht so einfach, selbst mit der Idee, Vierecke zu Papier zu bringen. So, das gefällt mir tatsächlich schon gut.
So, normalerweise mache ich jetzt ein Foto davon, wenn ich da etwas gefunden habe, wie ich etwas hinlegen möchte. Mache ich ein Foto davon, damit ich das wieder abnehmen kann zum Aufkleben. Da mein Foto gerade dieses Video aufnimmt, müssen wir heute uns ein bisschen behelfen. Also, ich fange mal hier unten an. Das finde ich jetzt relativ unspektakulär und das kann ich, glaube ich, ganz gut reproduzieren. So, hier achten wir jetzt darauf, dass die Linien einfach parallel sind. Und hier. Habe ich mich so ein bisschen auch an den Außenlinien orientiert. Ich glaube, jetzt liegt es auch andersrum, aber das ist, glaube ich, gar nicht schlimm. So, dann klebe ich jetzt hier noch ein Dimensional drunter. Dies hier kriegen wir, glaube ich, auch noch ganz gut wieder hin. Das war so, naja, einen halben Zentimeter oder einen Zentimeter von links und von rechts. Also legen wir uns das hier wieder hin. So ungefähr. So, als nächstes muss der Große dahin. Den machen wir jetzt einfach mal. Ihr seht, es ist hinterher, weil ich es eben nicht fotografiert habe. Und selbst wenn ich es fotografiert hätte, irgendwas klebt hier unten drunter. Entschuldigung. Ich glaube, da klebt noch die Schultüte. Die habe ich nämlich gerade eben gedreht. Was wollte ich sagen? Ach so, selbst wenn ich ein Foto davon gemacht hätte, ist es hinterher tatsächlich doch noch so, dass es nicht so aussieht wie vorher. Da bin ich echt irgendwie ein bisschen untalentiert. Ich glaube, ich möchte zuerst diesen hier aufkleben. Oha, jetzt habe ich auch schon Kleber auf dem.
das ist ja gar nicht gut. So, jetzt nehmen wir noch den hier. So, das gefällt mir schon sehr gut. Ich hoffe, euch auch. Dann brauchen wir jetzt noch einen Geburtstagsspruch. Da schauen wir mal ganz kurz, was wir so in unserem Stempelrepertoire im Angebot haben. Den mag ich wirklich gerne, aber passt nicht. Ist ein bisschen groß geworden. Also suchen wir was Kleineres. Dann haben wir hier alle meine Geburtstagsgrüße. Alles Gute für dich. Sollst du leben? Alles Gute für dich. Vielleicht. Was haben wir denn noch hier Schönes? Steht ihr auch immer so vor eurem Regal und guckt? Nee, ich glaube, das ist ganz gut, weil die Schrift auch relativ gerade ist. Wir haben natürlich jetzt hier auch noch so Schreibschrift und so, aber ich glaube, das wäre zu viel. So, und jetzt nehme ich tatsächlich auch Merlot Rot, was hier zufällig gerade noch liegt. So, wer jetzt nicht mutig ist, der stempelt dieses Wort auf ein weißes Stück Cardstock und klebt den Cardstock damit obendrauf. Wie ihr seht, habe ich ja relativ sauber gestempelt, also keine Ränder und so. Ich bin jetzt einfach mutig und setze den hier einfach oben in die Ecke. Gucken, ob er gerade ist. Ich komme mal ein bisschen mit meinem Kopf näher. Nicht so viel wackeln. Einfach dem Papier eine Sekunde Zeit geben, die Tinte aufzunehmen. Zack, alles Gute für dich. Das gerade? Naja. Das kann man noch für gerade durchgehen lassen. Wobei, ich glaube, so einen halben Millimeter. Aber das ist immer so mit den Gummistempeln. Da wird es halt nicht ganz gerade. Also ist schwierig. Kann man besser sehen bei Clear Stamp, so formuliert ist, glaube ich, ein Schuh draus. Man kann auch natürlich mit unseren Gummistempeln gerade stempeln, aber ich finde es mit Clear Stamps tatsächlich einfacher. So, alles Gute für dich.
Ich überlege gerade. Wir kleben erst die Karte zusammen. Wir kleben erst die Karte zusammen. Ich nehme gerade Sahara Sand. Das ist völlig egal, weil auf meine Karte kommt hinten drauf mein Stempel. Und da ich die Karte nicht verkaufe, sondern verschenke, braucht ja auch kein Stamping Up da drauf. Wobei ich gerade so überlege, dass ich das wohl aus Werbezwecken allein schon trotzdem tue. Obwohl derjenige, für den die Karte ist, der kennt mich und weiß auch, was ich tue. Zwei Sets mit Stamping Up Stempel im Regal und keins zu finden. Das ist ja auch der Hammer hier. So. Falls ihr euch wundert, dass ich hier immer mit demselben Acrylblock arbeite, es liegt daran, dass ich die anderen noch nicht ausgepackt habe. Nochmal nachgucken, dass das wirklich richtig rum ist. So. So, das ist eh hinten. Jetzt kommt noch der Zwischenlayer. Normalerweise klebt man immer von klein nach groß. Also normalerweise würdest du jetzt den ersten Lidkarte, die wir gerade dekoriert haben, hier auf den Layer kleben und den Layer dann auf die Grundkarte. Da mein Kopf gerade noch ein bisschen grübelt, mache ich das heute mal andersrum. Jetzt müsste ich euch hier noch sitzen lassen und gucken und warten. Ich finde, gewartet habt ihr schon genug während meiner Bauphase der Karte. So, ich überlege nämlich, ob wir noch irgendwas in diese Karte einbinden. Oder ob sie so bleibt. Ich hatte überlegt, ob wir Strasssteine nehmen. Nicht lachen. Es gab bei Stamping Up mal Strasssteine in Schwarz, die ich auch sehr passend finde für Männerkarten. Also, so schlimm ist das nicht. Was wir auch probieren könnten. Das legen wir uns einfach mal hin. Aber ich befürchte, das sieht zu sehr nach Trauerkarte aus. Ja, das geht nicht. Was haben wir denn sonst noch so Schönes im Angebot? Washi-Tape, aber die sind auch schwarz, die sind auch alle bestimmt wie. Oh, wir könnten noch ein Paillettenband hier. Schön, Paillettenband. Manchmal muss man ja auch einfach mal Dinge sehen. Ich habe hier schon einiges müde belächelt und hinterher gedacht, wup, wup. Und eine Schleife möchte ich jetzt einfach nicht machen, weil eine Schleife ist mir in echt dann nicht männlich genug. Grundsätzlich finde ich Paillettenband mit der Farbkombi cool, aber eben jetzt gerade nicht mit dem. Mit den Vierecken. Ja, was machen wir? Mädels, habt ihr einen Vorschlag? Mal gucken, was wir hier noch so Schönes haben.
ist auch nett, aber es ist mir auch zu weiblich. Na, wir haben dann sogar noch schwarze im aktuellen Katalog. Ist das ernsthaft schwarz? Weil ich hätte jetzt gedacht, das ist Brombeer, aber es sind ja zwei Reihen. Dann ist nämlich die zweite Reihe Brombeer. Und das ist was, was ich ganz häufig tue, in diesem Katalog einfach nachschlagen. Deswegen ist er eben nicht nur ein Bestellkatalog, sondern er ist oft auch mein Ratgeber, wenn ich jetzt solche Fragen habe. Hier gibt es facettierte Akzente. Da sehen wir tatsächlich, es ist schwarz dabei, was ich total gut finde. Und wir können gleich mal gucken. Aber es hätte auch nichts gegeben in Merlot-Rot oder in Granit. Das sind schon Schleifen. Nee. Sodass wir mit dem Schwarz, glaube ich, schon ganz gut dran sind. Und falls ihr euch jetzt wundert, warum da einzelne Dinger drin rumschwirren, das kann ich euch auch erklären. Die sind nämlich von Onstage. Aus meinem Projekt, was ich Onstage nicht gebastelt habe. Wir machen bei Onstage immer Make and Take. Und diese Make and Take bastel ich Onstage nicht. Die nehme ich mit nach Hause, weil mir das viel zu unruhig ist, Onstage zu basteln. Ich möchte mir das gerne behalten, dass es einen meditativen Charakter hat. Deswegen bin ich manchmal auch so abgelenkt, was das Erzählen anbetrifft. Weil es für mich einfach, das ist für mich Ruhe und das ist total schön. Und deshalb bin ich manchmal wahrscheinlich einfach auch so ruhig und deshalb bastel ich Onstage nicht, weil mir das mit der Musik und mit dem Gewusel von den Nachbarn und dann ist der eine noch nicht fertig. Wenn ich jetzt gerade dies möchte, dann steht das am anderen Ende vom Tisch und da habe ich gar keine Lust zu. Also versuche ich nur, alles zu organisieren für die Make and Takes, also die Glitzersteinchen und das Papier und was sonst noch alles so da wichtig ist. Und dann stecke ich mir das alles in die Tüte und nehme das in Ruhe mit nach Hause. Und würde im Zweifelsfall das Projekt dann nochmal nachbasteln, was ich bei diesem Projekt mit den Steinchen nicht getan habe, weil ich tatsächlich nicht so der Fan von dem Projekt war. Aber das ist ja auch alles nicht so schlimm. So, seht ihr jetzt, wie diese tollen schwarzen Steine das Projekt einfach aufwerten, ohne es weiblich zu machen? So. Gefällt mir richtig gut. Ach ja, jetzt, ich bin ja ein Held, ne? Jetzt mache ich es hier zu, obwohl wir das noch aufkleben müssen. Also, wie gesagt, ich muss mich noch ein bisschen dran gewöhnen, dass ich euch mitnehme, wenn ich kreativ bin, weil ich bin ja ein sehr stiller Kreativer und das hat bei mir alles so einen leicht meditativen Touch. So dass es mir nicht immer leicht fällt, auch das alles zu erklären, was ich so mache. Ich gebe also mein Bestes und wie bei allen anderen Videos, die ich mache, wachse ich an eurer Kritik oder an euren Verbesserungsideen oder an euren Wünschen, sodass ich mich freue, wenn ihr mir einen Kommentar hinterlasst. Ob ihr mir ein Däumchen hoch oder ein Däumchen runter, wie auch immer, ich nehme auch gerne ein Däumchen runter. Was ich mir wünsche, ist, dass ihr mir erst recht dann einen Kommentar hinterlasst, was euch nicht gefallen hat, dass ich einfach lernen kann,
für die nächsten Videos, denn ich mache das hier nicht für mich, sondern ich mache das hier für euch, damit ich euch transportieren kann, wie ich hier arbeite und euch vielleicht einen Tipp oder eine Anregung geben kann. Und da wäre ich einfach über ein bisschen Feedback auch dankbar. So, das ist die Männerkarte. Die geht jetzt gleich Richtung Fotostudio, dann muss ich sie noch beschriften und dann kommt sie in die Reisetasche, denn sie wird mitgenommen, weil da jemand zu dem Geburtstag geht. Und ja, heute an dem Tag, an dem ihr das Video seht, ist der Geburtstag tatsächlich auch schon gelaufen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, so zuzuschauen. Ich wünsche euch noch einen tollen Tag und sage bis bald. Tschüss.